Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Was wäre, wenn die Saiyajins es geschafft hätten, Fuisa zu töten? Jetzt wundern sich bestimmt einige, ich habe ja gar nicht den Namen erwähnt, das werde ich ab sofort ab jetzt nicht mehr machen, von wem die Theorie ist. Weil so oft immer meine Hassfrage kommt, wann kommt meine Theorie? Das geht mir so dermaßen auf die Nerven. Oder diese Kommentare, hey, das habe ich doch vorgeschlagen. Ja, kein Wunder, weil es auch jemand anders schon vorgeschlagen hat, schon viel früher. Ich weiß, dass jetzt bestimmt einige traurig sein werden, dass sie nie erwähnt werden, aber tut mir leid, ich werde es ab sofort so durchziehen. Doch fangen wir jetzt nun bei der Theorie an. In Dragon Ball Multiverse sieht man ja ein sehr gutes Beispiel, wenn die Saiyajins es geschafft hätten, Fuisa zu töten. Aber beginnen wir wie so oft am Anfang. Wie hätten die Saiyajins es schaffen sollen, Fuisa zu vernichten? Die klare Antwort darauf lautet, gar nicht. Aber für diese Theorie werde ich das von Dragon Ball Multiverse nehmen, dass sie gemeinsam als Zozarus Fuisa vernichten konnten. Nur mit dem Unterschied, dass Vegeta König geblieben wäre. Wie hätten die Saiyajins nun weiter gehandelt? Hätten sie weiter Planeten erobert oder wären sie auf Planet Vegeta geblieben? Die Saiyajins haben ja nur in Auftrag von Fuisa gehandelt und Fuisa in Auftrag von Bills. Doch ich denke, sie hätten klar weiter Planeten erobert. Früher oder später, nach vielen Jahren, wäre dann Vegeta, den wir alle kennen, zum neuen König der Saiyajins geworden. Dann sein Sohn, der sicher auch Vegeta heißen würde, würde dann zum neuen König werden und das mit jedem weiteren Vegeta. Die Saiyajins hätten einen Planeten nach dem anderen erobert. Vielleicht hätten sie das auch mit den Saiyajin-Babys gelassen und die Planeten einfach selbst erobert. So wäre Raditz viel früher zur Erde gekommen oder er wäre mit seinem Vater Bardock gekommen. Sogar bevor Son Goku auf den Kopf gefallen wäre. Damit wären die Saiyajins die Herrscher über das gesamte Universum geworden. Naja, eigentlich stimmt das in allen nicht wirklich, weil es gibt ja immer noch die Ginyu Force Cooler und King Cold. Oder die hätten sie alle vernichtet mitsamt den Planeten, auf denen sie wären. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!